Heute mal wieder ein Movie von mir. Ich würde sagen, es gehen heute mal schöne Grüße raus, allgemein an alle Schweizer, die mich verfolgen. Super. Ich freue mich da sehr. Obwohl ich jetzt ehrlich sagen muss, die Schweizer sind im Allgemeinen sehr angenehm. Ich halte mal rum. Also ist es so, ihr seht hier, also wir haben eigentlich schon seit ein paar Tagen Regenzeit, aber es hat bisher noch nicht geregnet. Ihr seht es aber, meine Prognose für den heutigen Tag, heute wird es noch mal richtig rammeln. Also regnet natürlich. Man sieht das schon, es kommt so vom Meer ein bisschen. Und eigentlich wollten wir heute mal über so ein paar Problemchen. Was heißt Problemchen? Es ist so, ich sag mal Problemchen, es sind keine Problemchen. Also, wenn euch meine Movies gefallen sollten, ihr immer wissen wollt, wenn ich online gehe, was hier los ist, was er macht, was er tut, er wäre es natürlich am allergünstigsten, ihr lasst ein Abo da und betätigt die Glocke. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Ansonsten. Ich möchte nicht mein Leid klagen, weil ich leide nicht, haben wir ja die Tage schon mal geklärt. Aber ich muss natürlich ja auch mit ein paar neuen Problemchen mich beschäftigen. Und zwar ist es ja so gewesen. Jetzt sagst du guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja. Guten Morgen, Leute. Und war es gestern schön? Ja. Heute? Ich auch. Müssen wir einige Sachen noch machen, ne? Aber da fahren wir heute mit dem Auto. Ja. So, also. Es ist so, ja, es sind keine Problemchen, aber man hat ja ständig neue Aufgaben und hin und her. Und jetzt kommen für mich noch ein paar Aufgaben dazu, weil es war ja so vorher, dass die, also wir sind um 7 aufgestanden und du hast eine Milch getrunken, mehr wollte er nicht. Und die Oma hat die Sachen zurecht gemacht, er muss ja Schulsachen ankriegen, also das ist genau getaktet. Mittwoch und Freitag waren Sport- und Kunsterziehungssachen. Ansonsten hat er eine dunkelblaue Hose. Oh, die kratzt, die ist eklig. Aber ihm stürzt nicht, Gott sei Dank. Und eine weiße Bluse mit der Schule drauf und Otto drauf. Ja, so sind die 5 Tage getaktet. Mein erstes Problem. In meiner Jugend, da war ich 18, 19, da habe ich alleine gelebt und da habe ich manchmal, also wenn ich so Lieblingssachen hatte, habe ich die schnell mal selber durchgewaschen. Ich hatte eine Waschmaschine, so eine alte Romo, wie es hier auch gibt, wo man die große Schüssel hat mit einer Spule unten drin oder Muschel, wie das Ding heißt. Und ich habe aber jetzt hier eine sehr hochmodernische. So, an die muss ich mich erstmal gewöhnen. Wie wir jetzt die ersten Tage machen, weiß ich jetzt noch gar nicht. Aber im Prinzip müsste ich ja die Schuluniform immer am Wochenende waschen. Also das wird noch sau lustig. Ich denke mal, ich werde am besten gleich noch ein paar Uniformen kaufen, weil da geht bestimmt was schief. Aber wir werden sehen. Also, Grüße gehen raus, Emanuel. Super gelaufen. Es war alles wieder mal perfekt irgendwie. Also, in dem Sinne würde ich sagen, weiter mit meinen Problemen. Ja, was man natürlich, an was ich jetzt auch nicht so gedacht habe, ich muss mich ja auch jetzt ums Essen kümmern. Wir müssen unseren ganzen Tagesstrukturablauf jetzt mal endlich neu machen. Aber das alles nach der Werbung.
Werbung. Also ist es so, dass ich jetzt mit Otto hier komplett allein lebe und wir alles allein machen müssen. Wir heute haben wir wieder eine Aufgabe. Heute müssen wir uns um das Internet kümmern, wobei jetzt noch nicht geklärt ist, ob wir ein einfaches Internet hier reinholen dürfen oder ob das Konto sagt, nein, nehmt mal mein Internet, was natürlich ein bisschen teurer wäre. Wir fahren da heute, ihr hört's, es donnert, da müssen wir eben in ein Auto hinfahren, das Moped lassen wir jetzt mal ein paar Tage stehen, weg der Schlitsch, dass da ja nichts passiert. Und ja, wie gesagt, es sind keine Probleme, aber ja, irgendwie müssen wir die schon bewältigen. Also habe ich jetzt eigentlich, was für mich jetzt an für sich ist, wir werden wahrscheinlich um 7 aufstehen, da werde ich dem Jungen was zu essen machen. Ich sage gern Marmeladenbrot oder ein Eichen. Ich habe natürlich zu früh noch keinen Hunger und dann werden wir 7:30 losdüsen und dann werde ich in die Schule bringen. Danach werde ich wahrscheinlich nach Hause fahren und werde mir nächste Woche ein Fitnessstudio suchen. Also es ist so, wir fahren jeden Tag rum und suchen jeden Tag. Wir waren gestern in 2 Muay Thai Studios. Da ist es natürlich so, da würde ich schon am liebsten ein gutes raussuchen. Allerdings ist das immer eine Preisfrage. Also gestern hatten wir eins mit 5.000 Baht im Monat. Und eins mit 7.000 Baht. Allerdings ist es natürlich immer wieder das Problem, dass denen das Studio gehört, oder wie gestern in dem Fall die ältere Frau, die kann gar kein Englisch und das Einzige, was sie konnte, mit den Preisen mal schnell die Preise zu erzählen. Es geht ja im Muay Thai geht es nicht um Preise, sondern es geht um sportliche Sachen. Also muss das erst stimmen, bevor ich einen Preis mache. Es nützt ja nicht, wenn die Frau sagt, 300 Baht für die Stunde. Und, ja, wo ist ein Trainer? Was machen wir? Was tun wir? Was wollen wir lernen? Es ist natürlich auch immer so, dass die Leute hier echt nicht verstehen, dass ich nicht zum Muay Thai will, sondern Otto. Also ich komme irgendwo hin und man will es immer mehr. Und dann sage ich, eine Wund, him Wund. Und dann sage ich es nochmal auf Thai. Aber es ist echt so, dass manche da mir gar nicht zuhören. Aber wir sind weiter am Suchen. Im Übrigen hat er gestern im einen Muay Thai Studio die Handschuhe weggeschmissen. Und dann abends immer gesagt, will der nicht in die Handschuhe stecken. Also müssen wir jetzt noch neue kaufen. Das wird ganz schön schwierig sein für Otto, seine kleinen Händchen. Aber ja, müssen wir machen. Also, heute kommt Internet. Frühstück, Sachen waschen. Und ja, mit der Schule kommen wir ja gut zurecht. Da wollte ich nur nochmal Nachtrag machen, dass in dem Tag im Sekretariat und die Lehrerin direkt, die können kein Englisch. Die werden einen Englischlehrer haben, der hoffentlich Englisch kann. Das ist hier immer so eine Sache. Ich habe ja schon mal ein Movie über die Schule gemacht. Also, wir müssen heute noch zum Internet. Und dann nehmen wir euch natürlich mit. Also, bis gleich. Hier sind wir nochmal. Wir wollten eigentlich los, aber es hat gerade angefangen mit Regnen. Und so wie das aussieht, werden wir heute wahrscheinlich Homeoffice machen. Ich halte mal rum. So, ihr seht, es regnet ja hier was rein. Es donnert aber die ganze Zeit. Und da waren wir heute erstmal gar nicht weg, denke ich. Allerdings, wir werden euch auf dem Laufenden halten. Aber das Internet wäre schon wichtig. In dem Sinne würde ich sagen, Werbung!
Und nach der Werbung geht's hoffentlich weiter. Ohne Regen. So, wir sind jetzt angekommen. Wir haben uns ganz schön dick angezogen. Weil es ist echt kalt. Moment. Es sind 31 Grad. Naja, von 40 auf 31 ist ein bisschen viel. Ansonsten, was ich noch nachreichen möchte, der Spritpreis ist um einen Watt gestiegen. Ist ganz schön fett. Und wir gehen jetzt mal zu 3BB rein. Wir befinden uns hier. Auf der Sukhumvit Road, der Prasit Road. Ziemlich weit oben, also hier ist normalerweise der Nightmarkt. Ihr seht hier, das sind alles Stände für den Nightmarkt und davon haben wir einen Nightmarkt. So, wir gehen mal rein. Es gibt hier immer mal ein paar lustige Sachen, deswegen machen wir es so, wir machen das Gerät an, stellen es hin und die Frauen unterhalten sich, oder der Mann und die Frau. Und wir, ja, wir gucken dann nur zu, dass alles klappt. Es ist so, ich habe zum Beispiel, hat mir meine Angestellte, die hat ja an der Kasse gearbeitet, und also wie Managerin, die ist zum Beispiel her und hat ein kleines Passwort gewechselt. Und dann war ich mal hier, habe ich gesagt, ich möchte, Buchstaben und Zahlen haben, da haben sie mir gesagt, das geht nicht, obwohl ich da vorher hatte. Ja, alles so wilde Geschichten, mir ist egal jetzt, wir gehen mal rein und gucken mal und werden euch berichten, wenn wir rauskommen. Also, hier sind wir wieder. Wir sitzen hier und warten. Also war schon wieder mal sehr gesellig, dass man hier 10 Minuten wartet, ohne begrüßt zu werden oder irgendwas, aber nicht so schlimm. Das ist noch alles verträglich. Es ist so. Es ist eigentlich traurig, aber es ist so, wie es ist. Wenn ich einen Vertrag abschließe für Internet, muss ich 1000 Baht bezahlen. Im Monat und ein Jahr im Voraus. So, ansonsten kriege ich kein Internet. Jetzt sagt meine Frau, bleib hier sitzen, ich rufe die Schwester an, jetzt tut die Schwester mit der kommunizieren und machen und tun. Und wir werden mal gucken, wie wir es machen können, so dass wir für knapp 600 Baht Internet haben und monatlich zahlen. DA. TA. Yeah. It's the first building. TA. 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 I think TA, not sure. Yeah. A moment. Was hast du da gemacht jetzt? Ja. Also, es ist so, wie lange waren wir denn jetzt drin? Ja, weit über eine Stunde. Also, es ist so, wir haben jetzt Internet, die Schwester meldet es auf sich an. Wir müssen da alles rüber hin und her schicken, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert, aber nicht so schlimm. Wir haben, da drin ist das eine etwas dickere Frau, also die wird schon 150 Kilo gehabt haben, wa? Und Otto hat mich so salopp gefragt, warum ist sie so fett? Ich sag mal so, wenn sie nichts hört, aber das hat sie gehört. You not talk this, hat sie gesagt, ne? Ja. Obwohl sie nicht das Deutsche verstanden hat, sondern nur das englische Wort fett. Ja. Der Norweger, der das neben mir, der hat sich bald weggekracht. Ja. Also, es ist so, wir haben jetzt Internet, wir kriegen es am
Ich möchte es gerne am 11. haben oder am 12., aber da ist Wochenende und da hat er mich gefragt, ob er am 14. kommen kann. Nee, am 12., 13. kriege ich es, aber kann auch sein, am 14. Also, wart Mama und freuen uns wie Bolle. Ansonsten würde ich sagen, bleibt mir gesund, bleibt mir treu und werdet alle glücklich. Gut, da gab es jetzt noch was zu sagen. Also, wir sind erst happy, wenn das Internet wahrscheinlich am Montag. Dann berichten wir mal. Also, bye bye, eure Tattoo-Männer.